Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X2 mit mir, dem Shardox. Lange habt ihr gewartet und jetzt geht es endlich weiter. And charging for it? Hey, Mekai! What do you think? Well, why not? If that means we can help out people who are in trouble, then sure. Right! That means spear hunting's on hold! Your friendly neighborhood goings! It's decided! Where to? Wait a second. This mean? Maeve and Nuge of the Youth League. And Barrelite, Crater of Nieve, and gone. They've disappeared. Fascinating. All right, never mind. Now, friendly neighboring goblins, where to? Wo wir hinwollen, naja, das richtet sich ganz nach meiner Checkliste, um die 100% zu erreichen. Wenn ich sie denn erreiche. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Das ist so einfach ist. Oaka verlässt das Schiff. Oaka hat seine Schulden beglichen und ist von Bord gegangen. Er ist auf dem Weg zum Reisebedarf in Makalania. Gut, wir hätten hier eine aktive Verbindung im Tempel Bisaid, eine in Insel Kilika und beim Funguspass etwas. Wir gehen allerdings nach Luca und machen das Sphero Break Turnier. Luca steht bald ein Turnier des beliebten Sphero Breaks an. Als Gewinn soll es einen Kostüm-Sphäroiden geben. Oh. Na, dann schauen wir doch mal. Ich habe Sphero Break überhaupt nicht gecheckt. Ihr kommt gleich auch noch dazu. Auf den Geschmack. Aber, boah, das rafft doch keiner. Keine Ahnung, ey. No reports of fiend activity here. I guess there's no guild to be made in Luca. Everyone's worked up about some kind of sphere breaking contest. That's Sphere Break. You should enter. The grand prize is a dress sphere. Great! I've been practicing! Well, let's go take a look. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Naja, viel können wir ja nicht sehen. Wir sehen hier überall, dass hier 1000 Menschen rumrennen. Aber mehr sehen wir gerade zu diesem Sphero Break Turnier nicht. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. I am looking forward to a fair competition. May the best man win. Go time. Good milk do we. Es
Sphero-Break-Meisterschaftsvorrunde. Schlage dich durch das Kostüm, durch Sphero-Break-Turnier und gewinne das Kostüm-Sphäroiden. Oder den Kostüm-Sphäroiden. Eine Partie wird mit dem vorgegebenen Münzen gegen einen Gegner ausgetragen, der in Besitz eines Kern-Spheros ist. Bei 3 Siegen ist das Finale erreicht. Pro Gegner kann jeweils nur eine Partie gespielt werden. Suche also in der Stadt nach Sphero-Break-Spielern. Niederlage. Bei 3 Niederlagen schaltet man aus dem Turnier aus. 5 Echsenmünzen erhalten. 5 Vogelmünzen erhalten, 5 Wespenmünzen und 5 Arimalmünzen erhalten. Was möchten Sie wissen? Ich verstehe überhaupt nichts vom Sphero Break. Das muss mir jemand erklären. Willkommen in der Welt des Sphero Breaks. Beim Sphero Break muss man versuchen, innerhalb eines Zeitlimits die Münzennummern der insgesamt 16 Münzen zu einem Vielfachen der sogenannten Kernnummer, die auf dem Steroiden in der Tischmitte erscheint, zu kombinieren. Okay. Die Grundregeln. Sphero Break ist grundsätzlich ein Zahlenkombinationsspiel. Sie gewinnen, wenn Sie Münznummern kombinieren, die ein Vielfaches der Kernnummer ergeben. Verdeutlichen wir den Vorgang anhand eines Beispiels. Ja, würde ich auch sagen, 8, okay. Auf dem Kern-Sphero erscheint die Kernnummer 8. So, da drum ist 3, 5, 2, 6 oder so. So. Im Hilfefenster oben werden folgende wichtige Informationen angezeigt. Die Summe der Münznummern. Okay, das ist ja 8. So, unter nächster Break stehen die Vielfachen der Kernnummer. Also 16 und 24. Doch, das ergibt Sinn. Also mal 2 und mal 3, okay. Ziel ist es, eines dieser Vielfachen durch das Addieren der Münznummern zu bilden. Es wurden noch keine Münzen ausgewählt, sodass die Summe 0 ergibt. Da die Kernnummer 8 beträgt, tritt der nächste Break bei einem Vielfachen von 8, nämlich 8, 16 und 24 ein. In unserem Beispiel muss der Spieler also Münznummern auswählen. Die addiert ein Vielfaches von 8, also 8, 16, 24 und so weiter ergeben. Wählen Sie eine der 4 eingesetzten Startmünzen aus. Während Sie die Startmünze auswählen, erscheint im Fenster Startmünze wählen. Beginnen wir zunächst mit der Startmünze, die mit der Zahl 5 nummeriert ist. So, da oben steht jetzt Summe 5. Die Münze mit der Ziffer 5 beginnt zu rotieren. So kann man die bereits ausgewählten Münzen erkennen. Die Summe im Fenster beträgt nun 5. Ist einmal eine Startmünze gewählt, kann sie nicht mehr zurückgegeben werden. Zurückgegeben mit ohne CK, okay. Die Spielrunde ist erst dann beendet, wenn ein Vielfaches von 8 erzielt worden ist. Wenn die erste Startmünze gewählt ist, können Sie im Anschluss eine beliebige Start- oder Basismünze wählen. Hierbei erscheint im Fenster Basismünze wählen. Zurzeit beträgt die Summe 5. Der nächste Break wäre bei 8, 16 oder 24. Bis zum nächsten Break benötigen Sie die Zahl 3, damit die Summe plus 5 plus 3 8 ergibt. Oh mein Gott. Wir sehen, dass die Basismünze mit der Nummer 3 verfügbar ist. Wählen Sie diese Münze. Ah, das hat er jetzt mit außen gemacht. Nicht die inneren. Okay. Die Summe beträgt 5 plus 3 gleich 8 und stimmt mit dem nächsten Break überein. Wenn die Summe der gewählten Münzen und der nächste Break übereinstimmen, nennt man einen Kernbreak und die Spielrunde ist beendet. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Wir haben gerade eine Basismünze mit der Nummer 3 gewählt. Doch was würde passieren, wenn man stattdessen die Münznummer 1 gewählt worden wäre? Die Summe im Fenster beträgt 5 plus 1, also 6. Wählen wir noch die benachbarte Basismünze mit der Münznummer 2. Die Startmünze hat Nummer 5. Die vorherige Basismünze hat die 1. Die Basismünze, die eben gewählt wurde, hatte die 2. Damit ergibt sich die Summe 5 plus 1 plus 2 gleich 8. Die Summe stimmt mit dem nächsten Break überein. 5 plus 1 plus 2 gleich 8 wäre also ein Kernbreak. Vorhin haben wir für einen Kernbreak nur 2 Münzen benötigt. Dieses Mal waren es 3 Münzen. Die Anzahl der Münzen, die für einen Kernbreak eingesetzt werden kann, ist unbegrenzt. Ja, lol, klick einfach alles an. Sehen wir nun, was passiert, wenn man nach der Startmünze mit der Nummer 5 eine Basismünze mit der Nummer 6 auswählt. Die Summe beträgt nun 5 plus 6, gleich 11. Der nächste Break bei 8 wurde überschritten. Deshalb müssen Sie nun versuchen, den nächsthöheren Break bei 16 zu erzielen. Aha. Bis 16 fehlen also uns noch 5. Also wählen wir jetzt die Basismünze mit der Ziffer 5. Comprende, ich hab's gecheckt, doch. Wenn die Summe einer Zahl ergibt, wenn die Summe eine Zahl ergibt, die beim nächsten Break angegeben ist, kann stets ein Kernbreak erzielt werden. Sie müssen jedoch aufpassen, dass Sie nicht zu viele Münzen für einen Kernbreak einsetzen. Nach jedem Kernbreak erlöschen alle eingesetzten Basismünzen. Nur die Startmünzen bleiben das ganze Spiel hindurch erhalten.
Eine Passmünze, die schon erloschen ist, kann natürlich nicht eingesetzt werden. Nach einer Weile jedoch erscheinen die erloschenen Passmünzen wieder. Münzen erlöschen nicht nur, wenn man sie einsetzt. Auch Basismünzen, die nicht direkt eingesetzt worden sind, erlöschen, nachdem eine bestimmte Zeitspanne abgelaufen ist. Die Basismünze mit der Ziffer 1 ist die jüngste, diejenige mit der Ziffer 9 die älteste und somit im Begriff, bald zu erlöschen. Im Verlauf des Spiels erhöht sich die Nummer der Basismünzen jeweils um 1, wobei Münzen mit der Ziffer 9 nach Ablauf der Zeitspanne erlöschen. Das wären die Grundregeln des Sparrowbacks. Okay, und ich glaube, ich habe es gecheckt. Scheiß auf Kombos, scheiß auf Niederlage, scheiß auf irgendwas. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie sehr bereichert. Wissentlich sehr, sehr angetan. Sparrowbreak? Sparrowbreak. Ich habe beim Fischen einen Sparrow gefunden. Ich bin zwar Anfänger, aber würden Sie mit mir spielen? Schwierigkeit 2. Okay, aber natürlich. Beginnen wir nur. Okay, beginnen wir. Okay, der, ich hätte mir vielleicht einen Schwierigkeits-1-Typ auch raussuchen sollen. Aber egal. Spielstart. Erste Spielrunde. Ich muss also 7 hinkriegen, ja? 3 und 4 wäre 7. So, zweite Spielrunde. Okay, machen wir mal was anderes. Wir machen mal das Vielfache. Machen mal 6. 6. Und 2. Damit hätten wir 14. So, dritte Spielrunde. 7, okay. Wenn ich einfach 7 nehmen. 3 und 4. Hypotion erhalten. Yay! Vierte Spielrunde. 4. Sehr gut. Haben wir eine 1? Nein. Also muss ich mal was machen, was krasser ist, ne? Was wäre das krassere jetzt? Wir könnten 6 nehmen und nochmal 6. Allheilmittel bekommen. Yay. Fünfte Spielrunde. Okay, 1. Das ist ja mal fast unerreichbar. Cambreak. Sechste Spielrunde. 1. Lol. 2. Irgendwie raff ich aber trotzdem nicht, wie ich jetzt gewinne. 6. Hier hast du 6. Achte Spielrunde. So, okay, dann machen wir mal. Wir nehmen jetzt mal einfach mal hier 6. Ah, ich will doch nicht direkt Cambreak machen, Mann. Ich will doch mehr machen. 1, so. So, hier habe ich keine Wahl, einfach mal die 3 zu nehmen zum Beispiel. Soll? 6 von 20? Wie kriege ich denn so eine hohe Summe hin? Soll. Ich bin Runde 10 von 15 und ich habe fast noch nichts. Hä? Wie viel haben wir jetzt? 6 plus 8 sind 14 plus 6 sind 20. Okay. Was kriegen wir noch daraus? So, Moment. 25 kriegen wir die daraus. Ja. Ach nee, haben wir nicht. Ei. Toll. Hab mich vertan. Scheiße. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Oder? Yes, 30. So, 10 von 20. 10 von 20 haben wir jetzt. Okay, also mein Ziel war, oder wir müssen immer toppen. So. 21. So, daraus machen wir aber mal die 28. Und daraus machen wir jetzt noch die, warte, das plus 8 sind 36. Plus 4 sind, nein, nicht 42. Scheiße. Habe ich jetzt eine Arschkarte? Ach, ich kann noch mehrere nehmen. Oh. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Cambreak, so. Ach, die Runde habe ich jetzt verkackt. Ich habe erst jetzt gecheckt, wie awesome das sein muss, damit es richtig funktioniert. 5, 5, 5. So. Hab Cambreak.
Da wird langsam schwer, da ein Ultra-Mega-Kombo rauszuhauen. Wir können jetzt 8 nehmen. Schon mal 6 und 8. Dann haben wir 14. So, auf was kommen wir noch drauf? Wenn ich das jetzt nehme, haben wir 20. 2. Oh Gott, ich hab Fehler gemacht. Verloren. Shit. 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 Oh. Ich bin echt ein Noob. Oh Mann, ich hab gewonnen. Du bist einfach nur scheiße. Willst du nochmal spielen? Tut mir leid, aber den Regeln zufolge dürfen wir nicht mehr gegeneinander antreten. Fuck. Und du? Hey, willst du nicht gegen meinen Scan-Sphere antreten? Soll 20, ja. Okay. Na dann komm. Gott, ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Na, dann wollen wir mal. Erste Spielrunde. Ich nehme jetzt einfach mal... einfach mal 3. Achso, ich soll erst starten zu nehmen. Okay. Aha, okay. Alles klar, Moment. Ich nehme jetzt hier mal 8. Ach, verdammt jetzt. Ich nehme jetzt hier 5. 8. So. Dann nehme ich hier einfach mal 7. Und dann nehme ich einfach mal die 4. Sollte als erstes reichen. Cambreak. Dritte Spielrunde. So, 7. 6. 5. 3. Ist ja schon mal was. Vierte Spielrunde. Ich verliere doch gleich wieder, wenn ich so viele Karten auf wegpoppen lasse, ey. 7, nein. 5, 7, 6, 5, plus 1 habe ich jetzt gerade nicht hier, oder? Da. Fünfte Spielrunde. Yay. Ich hab trotzdem Angst. Lass mal, Wertzahl, Münzkombo. Münzkombo. Attribute haben die. Ach, ich check das. Ich vercheck das jedes Mal. So, plus ein Stück. So, brauche ich plus 2. Dann ist alles in Butter. Ich muss ein bisschen locker spielen. Ein bisschen Punkte machen, aber nicht zu viele. Na, das sollte schon mal reichen. So, wir haben fast die Hälfte der Runden. Wir haben aber auch fast die Hälfte des Solls. Oder wir haben die Hälfte des Solls. Hä? Habe ich jetzt irgendwas direkt erreicht, ohne dass ich es wollte? Nicht gut. 6. 8. So. 8. 8. Damit hatten wir jetzt hier 2. Soll ich das so machen oder soll ich noch höher gehen? Kann ich noch höher gehen? Lohnt sich das? So, wie viel kann ich höher gehen, wenn ich plus 7 mache? Dann fehlt mir 1. Okay, wenn ich jetzt aber plus 5 mache, fehlen mir 3. Nein, dann fehlen mir 4. Lol, mein Mathe ist echt ein Arsch. Moment mal eben. Plus 4, plus 3, dann fehlen mir plus 1 immer noch. Gottchen! Da! Da! Da, ich hab's, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Oh, puh, 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 das war knapp. Nehmen wir aber mal hier die 6, nein, nehmen wir die 5. Und die 8. Und dann nehmen wir einfach mal willkürlich die 3. Hä? Willst nicht? Okay. Ach, meine,
2. So. Ich habe Angst, Leute. 7, okay. 7, wie komme ich denn auf 7? Warte mal. Wir haben hier 6. 6 plus 8 sind 6 plus 8 sind 14. Nein. 6. Gott, kommt mir nicht am frühen Morgen in Mathematik, ey. Ah. 6. 7. Was soll ich denn machen? Was kriege ich mit 7? Da kriege ich 16. 16. Hä, 13? Was? Ach, ich gucke ganz immer auf nächster Break. Ich bin voll behindert, ey. Oh, oh. Ich brauche 5. Da ist auch 5. Yes, noch ein Soll. Noch ein Soll. Jawohl. Haben wir hier noch irgendwelche Dreien? Ja. 3. 6. 3. Wir haben gewonnen. Spielende. Gewonnen. Yes. Ich kann es nicht glauben, aber wir haben tatsächlich gewonnen. Aber wir müssen 3-mal gewinnen. Ich habe verloren. Ja. Schmannkopf, du. Was ist das hier eigentlich?